Na los, komm her. Scheiße. Frechheit! Ich sehe ihn. Da. Alter, Pissnake, du stinkst nach Maggi! Alter, ich glaube, es hackt bei dem. Wie der mir auf den Sack geht. Ich sehe nicht mehr. Ja, du bist ja auch ein behinderter Spasti. Alter, wie der nach Scheiße stinkt, ey. Na, willst du schön aufs Maul bekommen? Komm, dich verprügel ich. Dich verprügel ich. Bam, schön in die Eier, ja. Und noch ein, und noch ein, und noch ein. Oh, jetzt bleibt er liegen, oder was? Ah, verdammt, Spezialangriff. Achso, Sandwurf. Geht weg von mir. Komm hier, schöne Kopfnuss. Bam. Wieso kann ich den nicht abstechen? Was soll denn die Scheißnummer? Na egal. Ja, super. Oh Gott, ey. Ja. Ups. Oh, ja, das geht angenehm schnell. Sehr gut. Ah, okay. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr Erfolg habt. Ja, mach das. Ja, okay, geil, wieder 2,5. Sehr schön. Gibt es noch irgendeine Nebenmission? Ja, da unten gibt es noch die Codex-Seite, wo ich momentan noch nicht hinkomme. Aber ansonsten passt das erstmal. Ups. Ja, raus da. Oh, und? Es gibt hier noch einen Schatz, der ist wahrscheinlich da oben. Nein! Das war natürlich richtig genius. Ach ja. Das hätten wir. Nice one. Wieso hängen hier eigentlich bei der Diebesgilde praktisch Steckbriefe? Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, sinnfrei, idiotisch? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Gut, ab geht's zu Antonio. So, Antonio, was geht ab? Aezio, ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und der was? Wie das denn? Ah, okay. Ja, wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie ja, krieg ich hin. Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Die verräterischen Diebe entlarven und töten. Ziel eliminiert, okay. Ups. Raus da. Ja. Etwas unkonventionell, wie ich mich hier fortbewege, aber effektiv. Nicht? So, hoch mit dir. Oh, klasse, das, kann sich ja nur um Stunden handeln hier. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Okay, da ist ja schon mal nicht das Ziel. Ein echter Athlet. Hahaha. Doch, da haben wir ihn doch.
Kinderspiel. Zack, 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 zack. Alter, Frechheit. Feigling. Eigentlich ja. Ein paar Mal angesetzt zum Attentat. So, den hätten wir. Nächstes Ziel. Ja, eigentlich wollte ich da wirklich springen, nicht? Ist ja wesentlich effektiver. Gut. Wo ist das nächste? Da ist ein ganzes Stück noch weg. Oh, ah, da hätte er sich ordentlich den Kopf anstoßen können. Der muss vorsichtig sein. Paddeln wir hier eine Runde, hätte ich fast gesagt. Schwimmen wir hier eine Runde. Und holen uns die Feder. Geilo. Oha. Oha. Machen wir erstmal das, was am weitesten entfernt ist, und dann bewegen wir uns wieder in Richtung Antonio. Antonio. Müssen wir dann, ja? So. Der ist noch ein Stück weiter vorne. Alter, wo ist der denn ganz? Joach, so. Den Schatz schnappe ich mir dann gleich. Der Schatz liegt ziemlich zentral. Deswegen aktiviere ich jetzt eben schon mal hier Dingssicht und hab da schon das Ziel entdeckt. Ja, klasse. Geil. Hopp. Da ist der! Wo sind eure Drohungen und Beleidigungen jetzt, hä? Alter! Scheiß stinkender Spasti! Verrecke! Elendes Tier! Und jawoll! Das ist hier ja witzig. Also geil. Na? So. Wer immer du auch bist. Joa. Gut, scheiße, da war das. Kackjes. So, das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Nein! Am Arsch. Plündern wir hier gleich die Schatztruhe aus. 400. Pah. Ist ja wohl ein Witz. Oh mein Gott. Tja, ja, 208 Meter. Runter hier, sofort. Hey, ihr solltet nicht. Lachu. Fresse halten. Lachu. Was auch immer das heißt, aber es klingt witzig. Lachu. Was ist das? Lachu, ich will's wissen. Ich google das, glaube ich, nachher mal. Ja, ja, bin schon offen. Ja, ja, ich gehe doch schon runter. Beruhig dich. Stronzo. Ich glaube, das heißt schnell. Alter, mieses, stinkendes Arschloch. Schießt er mich da runter, so ein Tier, ey. Ich hasse Bogenschützen. Ich hasse sie. Bin ich schon wieder so gesucht? Da kann ich hoch. Jawohl. So, kein Bock zu schwimmen. Also wird gelaufen. Oh,
So, ab rüber auf die andere Seite hier. Und ja. Dann müssen wir wieder in dem Riesengebiet hier Ausschau halten nach dem. Aber wir sind auf den Dächern, davon haben wir schon mal einen ganz guten Überblick. Und das sind diesmal einzelne Gassen. Ah, okay, cool. Er hat uns gefunden. Hey! Wieso hat er mich getroffen? Geht doch. Geht doch! Assassino! Ach ja. Ist eine geile Sprache, Italienisch. Ich könnte natürlich... Ne, hier sehe ich schon die graue Randmarkierung. Die Begrenzung. Derzeitig. Weiter komme ich leider nicht. Ich könnte natürlich nochmal zur Rialto-Brücke, aber da muss ich so oder so nachher hin. Also spare ich mir das noch und mache mich auf den Weg zurück zu Antonio. Alter! Trottel. Mal schauen, was die an Bord haben. 25? Stimmt nicht viel. 130? Habe ich nicht erkannt jetzt. Dafür waren leider die Kameraeinstellungen ein bisschen zu scheiße. Ja, ich nenne es Kameraeinstellungen, die Blickeinstellungen halt. Sichteinstellungen, wie auch immer. Ja, und da oben ist eine Feder, aber die hole ich mir jetzt nicht extra dafür. Meine ich extra einen Umweg jetzt. Die werde ich sowieso nie alle finden. Wäre es eine Glyphe, wäre es was anderes. Beim Schatz könnte ich es mir vielleicht auch noch überlegen, aber... Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, die Musik wird gerade voll laut, aber die ist schön. Und jetzt hat sie aufgehört. Antonio! Alles muss raus. Akzeptieren. Bitte, heran! Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Ja, gern geschehen. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Aha, also erstmal das und dann nochmal komplett einen neuen Plan entwickeln. Nein, verdammt! Scheiße! Ich immer mit den Quicktime-Events. Verdammt! Egal. Wenigstens gibt es da nicht zwei Möglichkeiten irgendwie, dass ich ihm dann versehentlich eine knall oder so. Beutel, großer Medizinbeutel. Jawohl, gekauft. Ach, den hätte ich auch günstiger bekommen können. Egal. Jetzt ist zu spät. Bis zum nächsten Mal, Herr. Jo, bis dann. Ganz ehrlich, da werde ich wahrscheinlich nie wieder hingehen müssen. Also ist bis zum nächsten Mal etwas. Ja, unnötig. So. Alter Trottel. Ja, das war natürlich richtig geil von mir. Hoch und wieder runter. So, ich habe ja Wurfmesser. Na, verdammt. So, freie Wurfbahn. Alter!